Willkommen zurück beim genüsslichen Gemetzel auf Pandora in Borderlands. Oh ja, die Stimme wird schon am Anfang der Aufnahme knarren, Entschuldigung. Wir haben von Marcus eine neue Mission bekommen und sollen auch immer noch mit Tannis reden. Ja, ihre Tagebücher haben wir ja inzwischen auch gefunden. Und unser Inventory ist auch wieder leer, dass wir die hier noch mitnehmen können. So, schalten wir hier erstmal wieder um auf die Mission für Marcus. Denn das Gespräch mit Tannis wollen wir uns noch ein bisschen aufheben. Ne? Wie wir ja aus ihren Tagebüchern erfahren haben, ist die nicht mehr so ganz normal. Gut, wer ist das schon hier auf Pandora? Ja, deswegen wollen wir uns da noch ein bisschen Zeit lassen. Und wollen erstmal für Marcus ein paar Waffenlager zerstören und schließlich auch noch Beweise finden, damit wir seinen Beef mit den Banditen klären können, beziehungsweise er den klären kann. So. Erstmal wieder hier ein Parax gekillt. Ohne Shotgun diesmal, obwohl ja die eigentlich die empfohlene Waffe ist. Ah, okay, es gibt weitere Jobs in New Haven. Das heißt, wir werden hier noch ein bisschen zu tun haben. Und, ahnte ich es doch fast. Komm, überfahren wir die Viecher einfach mal. Das ist alles nicht mehr so. Ja, einfach mal durchgerödelt hier und platt gemacht, die Biester. Ja. Zack, zack, zack. Die Karre kann's ab und der Lack ist eh schon im Arsch. Ja. Oh. Komm her, Kabumse. Und einen auf die Fresse. Ist jetzt Ruhe hier. So. Oh. Ja, da haben wir genug Munition für die SMG. Zack, schön hier alles aufsammeln. Und wieder mal Wäsche in der Waschmaschine gelassen. Leute, Leute, Leute. Also. Ja. Jawohl, auch Muni, Geld. Können wir alles gebrauchen. Kommt alles einem guten Zweck zugute. No? Ach, und wieder die Ecke. Na toll. Dann zack. Sichern wir erstmal hier. Und dann ist es, glaube ich, hier wieder. Ne? Ja, okay, nehmen wir mal einen Raketenwerfer. Oh, holen wir mal die große Kanone raus. Oh. Sicherheitshalber da den Benzintank in die Luft jagen. Na? Dem scheint es aber irgendwie nichts auszumachen. Der Bandit da ist weg. Okay. Irgendwo lauern hier bestimmt noch welche. Da ist doch schon einer. Komm her hier. Oh, du sollst dein Feuerwerk kriegen. Oh. Na, haben wir ihre Aufmerksamkeit geweckt. Gehen sie schön zusammen. Jawohl, zwei auf einen Streich. Das freut doch das Berserkerherz. So, hier gleich Krempel eingesammelt. Du, verstecken nützt dir da nichts. No? So, vor allen Dingen, wenn in deinem Rücken der Benzin explodiert. Auch ihr kriegt eine Granate. Hoppala, und ich baller hier einfach mal ein bisschen in der Gegend rum. Wilde Munitionsverschwendung. So, erstmal wieder ein bisschen Überblick gewinnen. Na? Dann kommt man auch voran. Ja.
kurz in Deckung. Jawollo, geht doch. Das, die ist auch Entfernung recht gut. Also, gefällt mir hier meine neue Sturmwaffel. Oh, kann man sich doch recht genüsslich hier durcharbeiten. Durch den Level. Oh. Zack, jawohl. Und reichlich Muni gibt's auch. So, sind wir hier durch. Dann machen wir uns weiter auf den Weg. So. Hoppala, da ist der nächste Speicherpunkt. Da sichern wir erstmal. Und da können wir uns nämlich das nächste Auto holen. Ja, ist ja gut. okay. Da, catch a ride. Machen wir doch glatt. No, Fahrzeug generieren, damit wir es hier haben. Und dann schwuppdiwupp hinters Steuer. Erstmal anklopfen. Kaum klingelt man, kommt schon auch einer raus, ne? So. Ach, da ist ja noch einer. Und da ist auch noch einer. Stopp. Jawollo. Folgeexplosion. Schön. So. Jawohl, da haben wir es. Nehmen wir mal. Komm, wir nehmen mal wieder die lustige Alien-Waffe. So. Pöng. Alter Schwede. So, das war die erste Kiste. Wo ist die nächste? Jetzt mal wieder Waffe wechseln. Zwei Kisten haben wir schon zerschossen. Okay. Ach, Mensch, da hätten wir ja gleich hier bleiben können. Auto wieder mal ein bisschen sauber parken. Ja. Und dann... rein hier rüber. Ah! Eieiei, was die Leute alles in ihren Waschmaschinen liegen lassen. Also, ja, denkt immer dran. Ja, immer schön die Waschmaschine ausräumen zu Hause. Sonst geht's euch wie ihm. Hat ihm irgendwie nicht viel ausgemacht. Habe ich nicht gut getroffen. Na? Müssen wir mit anderen Mitteln ran. Ah, siehst du mal, das ist eine. Haha. Ups, jawohl, da ist die dritte weg. Ja, ist ja keine Affäre. Oh. So. Ist hier Ruhe? Tja, wenn's die KI klemmt. So, Kabumse. Da ist noch eine. Ach, und das sind, glaube ich, dann die Beweise. Ja, mach na, brüll mal nicht so rum hier. Na? Nimm dich mal nicht so ernst. Na, siehst du, da war die letzte Kiste. Und da hoffentlich auch der letzte Psychopath. So, mal nachladen. Sicherheitshalber, man weiß ja nie. Nehmen wir alles mit. Keine Sorge, wir lassen hier nichts liegen. Jawohl. Na, und die Beweise haben wir ja auch gefunden. In der Kiste. Zack, da wird noch eine Tonne entschärft. So, und dann sind wir hier auch fertig. Oh, dann können wir uns auf die Suche nach Tannis machen. Und
mal so das eine oder andere Wort mit ihr wechseln. No? So. Die sind natürlich wieder ganz am anderen Ende vom Level. Na, fahren wir wieder hier durch die Schlucht. Jo, Gatling Gun ist wieder aktiv. Ja, erstmal anklopfen, macht man so als höflicher Mensch. Damit auch jeder mitkriegt, dass ich hier bin. Oh. So, und dann... Der ging glatt in den Rücken. Und ich habe ihn auch gar nicht erst gesehen. Junge, hast dich gut versteckt. Brav. Ja, daneben schießen hilft auch nicht weiter. Oops, ja. Da hatte ich glatt die Gatling Gun vergessen. Die da oben. Ja. Ja, diese doch im Visier. Hehe. Na, so mag ich das. Auf andere Leute schießen, ohne von ihnen getroffen werden zu können. So, hier liegt noch was. Das nehmen wir auch noch mit. Jawollo. Und damit... Ist aber hierbei soweit erstmal wieder alles abgegessen. Na, ab ins Auto. Und die Route bzw. Routine kennen wir hier ja schon. Na, gleich hier mal schwupp an die Treppe rangefahren. Ausgestiegen, aufgestiegen. Und dann... Schauen wir mal, hier müssten auch wieder neue Monster kommen. Jo, Schrottflinte auf die Entfernung. Haha. So. Mal hier das leichte Medikit verbrauchen. Na, Leute, wo seid ihr? Doch, auf euch kann man sich doch verlassen. Ja? So, schwupp, dann erstmal wieder hier hochkommen. So. So. Na, und dann wie schon bewährt. Ja? Zack, von hier oben. Ein nach dem anderen. Erledigt. So. So, sind das jetzt alle? Nee, da höre ich noch welche. Da ist auch noch einer. Immer schön drauf. Jupp, das ist der nächste. Und noch einer. Passend, wenn er an derselben Stelle spawnt. Ja. War's das jetzt? Ach, da hinten ist noch einer. Komm. Genau. Und pünktlich ist die Munition ausgegangen. Oh. Da werden wir aber hoffentlich hier unten wieder welche finden. Jawohl. Bisschen Gesundheit tut immer gut. Da haben wir sie. Combat Rifle Munition. Jawohl, das brauchen wir. Ja, da sind wir selber recht freigebig. Und dankbar für jede Spende.
Jo. Zack, zack. Einmal kurz zurückgesetzt und dann hier im Vollgas. Halt mal. Ja, hier. Na, Giftmüll muss entsorgt werden. Das ist unsere Pflicht hier als Hausmeister-Service. Na komm, euch beide überfahren wir einfach mal. No, haben wir es jetzt. Sehr schön. Ach siehst du, da können wir noch ein bisschen was aufsammeln. Was die Leute auch immer bald für einen Dreck liegen lassen beim Sterben, ne? Geld, Waffen, Munition. Das kann man doch alles noch weiter verwenden. Leute. No. So. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ach Leute. Komm auch hier einmal. Einfach mal alles platt gemacht. So. Ist jetzt Ruhe. Sehr schön. Das bisschen lassen wir mal da liegen. Kümmere ich mich nicht groß drum. Ja, wir wollen zu Tannis. Schupp. Und deswegen kurven wir hier mal los. Damit wir ja auch mal ein bisschen vorankommen. Ja, lassen wir uns hier nicht großartig aufhalten. Weiter hier durch die Landschaft. Na komm, so ein bisschen. Flenk, flenk. Und wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, einen Rack mit einem Raketenwerfer abzuschießen, na, dann nutzen wir die auch. Flenscht. So. Was? Ist hier noch einer? Oh, nicht so aus. Komm, klopf, klopf, klopf. Fröhliches Monster überfahren. So. Und wo ist sie die Ecke? Da hinten. Hopp. Jo. Auch große Viecher können wir hier überfahren. Ist alles kein Problem. Jo, in die Weichteile. Ihr kriegt mal eine Granate da rein. Habt doch Spaß damit. Na? Und ich gehe erstmal zum Speicherpunkt. Falls nämlich doch was passieren sollte. Na? Man weiß es ja nie. Haha, können wir doch immer noch gebrauchen. Lass dich greifen. Ja. Und ein mit der noch gut drauf, ne? So. Ist jetzt hier Ruhe? Na, so wie es erstmal aussieht. Erstmal ja. Auf zu Tannis! Joko. Oh, Muni ist ein bisschen knapp. Jedenfalls für unsere Lieblingskanone. Oh. Kabumse. Ha, jetzt Kabumse-Time. Ist jetzt hier Ruhe, so wie es aussieht, ja. Ich bin kein Unruhestifter, ich bin ein Ruhestifter. Hm? Ja, komm her. Zack, da hast du es. Jawohl, schön Muni hier fallen lassen. Und mal mit der Faust draufgehauen. Hier haben wir Ruhe gestiftet. Oh, gucken wir hier noch ein bisschen.
Also, das sind Blümchen. Na? Ah, was bist du denn für einer? Ein kleiner. Ja, ist gut. Hab dich nicht so. Ist da hinten eine Kiste? Tatsache. Muni! Oh, leider nicht ganz das, was ich brauche. Oh, für mein Sturmgewehr. Oh, das ist ganz knallhart, ja? Sagst du. Komm. Lass mal sehen, wie knallhart du bist. Oh. Mehr Knall als hart. Der Bursche. So, Jungs, kommt, lasst euch abballern. Da seid ihr. Ja. Und? Wo ist der Rest von euch? Also nicht eure Überreste, sondern... Eigentlich sollten die hier in dem Canyon ja nur aus zwei Richtungen kommen können. Aber irgendwie... Ha! Erwischt, ledigt! So. Lass mal hier wieder Überreste aufsammeln. Na, Burschen. So, liegt hier noch was rum? Ja, hier liegt noch was rum, gut. Revolver-Munition haben wir. Alter Schwede. Ja. So. Und euch da oben erledigen wir auch noch. Kommt, Fliegeviecher hier. So. So, können wir alles gebrauchen. Ja. Gut. Das Schöne an der Schrotflinte ist ja, dass man damit nicht so genau zielen muss. Ne? So, die grobe Richtung reicht. Ne? Und der einzig sichere Platz ist hinter einem. So, da scheint mir hier... Station von Tannis zu sein. Ne? Wir fallen nicht gleich mit der Tür ins Haus. Wir gucken uns erstmal ein bisschen hier draußen um. Auch alles schön aufgeräumt ist, ob der Rasen gepflegt ist und so weiter. Ne? Und was haben wir hier? Juckuhu, eine schöne Silvesterkiste. Intense Rifle. Okay, aber... Und? Wie, schon wieder voll? Die sollten wir aber mitnehmen. Alleine des Geldes wegen, ne? Okay, ich habe so viele Medkits dabei. Die hier können wir wegschmeißen, die ist so wenig wert. Ne? Da ist doch die grüne hier, die will ich mitnehmen. Siehst du? So. Und ja, ich weiß, wir werden hier noch weitere Waffen finden. Deswegen, jawohl, Tannis gefunden. Auf diesem Planeten, du riechst komisch. Ich rieche komisch. Ne, ich habe seit Wochen nicht geduscht, Mädel. Na? So, Tannis, was hast du zu erzählen? Da. Ein Fragment des Kammerschlüssels. Jawohl, okay, wir überlassen ihr das Fragment. Sie testet dann ein bisschen und, sie hatte mal ein anderes. Das hat jetzt Crazy Earl. Zusammen mit jeder Menge Unterwäsche von ihr. Mag ich Käfer? Nein, Käfer mag ich nicht. Und ihre Unterwäsche ist mir eigentlich auch egal. Wir sollen jetzt aber erstmal Earl treffen als nächste Mission. Okay, Mädel. Und mit deiner Unterwäsche, na, da reden wir mal nicht rüber. Hoffentlich trockst du mehr als dein Vorgänger. Hallo? Wie? Ich bin nicht der Erste? Aha, wir sprechen ja uns wieder. Frauen, nur Enttäuschungen. Nur Enttäuschungen. Ja?
So, wir machen hier nochmal so einen kleinen Hüpfparcours, denn da hinten steht eine schöne Weihnachtskiste. Ja. An die möchte ich gerne ran. So. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Was haben wir hier? Sehr schön. Ein paar Granaten können wir gebrauchen. Noch ein paar Granaten können wir noch gebrauchen. Aha. Oh, der sieht lecker aus. Und der sieht auch gut aus. Das nehmen wir mal beides mit. Dafür müssen wir allerdings erstmal in unserem Inventory ein bisschen Platz schaffen. Der kann weg. Und die kann weg. Na? Jetzt sollten wir hier die Violent SMG aufnehmen können. Und, oh, das ist was ganz Besonderes. Diese Sniper Rifle. Lecker. Na? So, dann haben wir sie hier erstmal soweit. Na Burschen, hängt ihr da so rum? So. Jawohl. Haben wir hier doch schön aufgeräumt. Und dann geht's hier auf... Juhu, noch eine Weihnachtskiste. Hei, hei, hei. Schauen wir mal, was drin ist. noch mehr Granaten. Sehr schön. Ein bisschen Muni können wir gebrauchen. Und... Granatenmods. Oh! Und ein... Gut, den kann ich zwar nur verkaufen, aber... Für Geld... No, tun wir doch so einiges. Erstmal das Petrol-SMG hier wegschmeißen. Dafür nehmen wir dann die Mod mit. Transfusion. Oh, Schaden 58. Das ist dann eine interessante. Weil die mehr Schaden macht als die Granate, die ich jetzt habe. 2, 3... Damit sollten wir jetzt einmal, zweimal, dreimal. Na, jetzt liegen hier nur noch Medikits und so weiter rum. Goodie. Ah, so, dann sollten wir uns aber wirklich aufmachen. Wieder zurück nach New Haven. Um dann mit Scooter zu sprechen, beziehungsweise mit Crazy Earl zu reden und sehen, was es noch für weitere Missionen gibt. Das machen wir dann aber auf Bloody Waldfee. Nicht so spät aus dem Boden kommen, Leute, sonst überfahre ich euch. Also entweder gar nicht aus dem Boden kommen, dann überfahre ich euch nicht. Ja, oder früher aus dem Boden kommen. Ja? Dann kann ich euch ausweichen. Dann überfahre ich euch nicht. Dann müsst ihr euch entscheiden. Irgendwie macht das genau zur falschen Zeit. Leute. Jo. Okay, wir machen aber dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu. Mit Ö.